Wenn du auf diesen Link tippst, so wird dieser Steckbrief heruntergeladen und nach einer Weile erscheint hier oben, das ging jetzt ein bisschen schnell, die Frage, ob du das in Pages öffnen möchtest oder in einer anderen App. Wir wollen das in Pages bearbeiten, deshalb tippe ich auf in Pages öffnen. Sogleich erscheint die Datei in dieser Dateiübersicht. Dieses Pfeilsymbol heißt, dass sie im Moment gerade in die iCloud hochgeladen wird. Sie ist also synchron mit dem Internet. Wenn du darauf tippst, so wird diese Datei geöffnet. Es erscheint hier eine Fehlermeldung. Das kann manchmal vorkommen, wenn eine Datei beispielsweise ursprünglich mit Word gemacht wurde und eine Schrift fehlt, die gar nicht installiert ist. Das können wir gut ignorieren. Ja, und die Aufgabe ist im Prinzip selbsterklärend. Du wählst die entsprechenden Elemente aus und ersetzt die natürlich mit deinen Angaben. Ebenso für die Adresse und die weiteren Elemente dieses Steckbriefs. Was ich dir noch weiter zeigen möchte, ist dieses Bild hier. Das ist ja nur ein Platzhalter. Das kannst du ersetzen, indem du es einmal auswählst, dann auf das Pinselsymbol wählst und hier bei Bild auf Ersetzen tippst. Und dann hast du die Möglichkeit, auf deine Fotos zuzugreifen. Möglicherweise kommt beim ersten Mal eine Warnung, ob Pages die Erlaubnis haben soll. Da musst du natürlich Ja sagen. Aufnahmen und hier nun dieses Bild, das ich in meinem Kämmerchen gemacht habe. Ich weiß, es ist nicht gerade sehr gelungen. Noch einen Trash-Filter darüber gelegt. Mit einem Doppeltipp kannst du hier auch noch den Ausschnitt wählen, beziehungsweise wie diese Foto dann eben maskiert ist, so genannt. Also welcher Ausschnitt aus diesem Bild dann wirklich gilt. Wenn du es einmal tippst, so kannst du es mit zwei Fingern auch noch drehen. Du kannst, indem du es an diesen Anfassen packst, in der Größe noch ändern. Du hast also sehr feine Einstellungsmöglichkeiten. Und falls jetzt noch etwas fehlt auf deinem Steckbrief, kannst du selbstverständlich über dieses Plus-Symbol noch weitere Elemente hinzufügen. Gerade eine Tabelle wäre vielleicht sinnvoller gewesen, um das Ganze etwas strukturiert anzuzeigen. Hier haben wir Diagramme, dann Formen, aber eben auch Textfelder. Also alles, was ich hier so platziert habe, das wurde mit einem Textfeld gemacht, das sich frei herumschieben lässt. Und selbstverständlich hier wieder die Fotos, die du eben auch integrieren kannst. Wenn wir schon bei diesem Bild sind, vielleicht noch als letztes. Du siehst, es hat hier jetzt einen Schlagschatten als Effekt. Den finde ich eigentlich noch recht hübsch. Das Bild ist schräg, da kann man sich darüber streiten. Bei einem Bild in einem Steckbrief mag es ja noch gut sein. Wichtig ist einfach, dass du eben immer einheitliche Stile oder Effekte wählst und nicht einen Wildwuchs betreibst, der dann eben unruhig wirkt. Zu diesem Bild lässt sich noch sagen, es ist ein Umfluss definiert, das heißt, der Text macht also diesem Bild immer Platz, wenn ich es da so verschiebe. Das kannst du über das Pinselsymbol noch ändern. Wenn du das Bild ausgewählt hast, über Anordnen, Umbruch ist jetzt automatisch gewählt. Es kann aber auch sein, dass es keinen hat. Das heißt, das Bild liegt dann oberhalb des Textes, wie du siehst. Interessant sind sicher auch diese Effekte hier. Aber wie gesagt, die sind mit Vorsicht zu genießen und vor allem eben einheitlich. Jedes Bild sollte dann im selben Stil erscheinen.